So, ich grüße euch. Also jetzt DB1 rein hier auf YouTube, rein als Videosession. Herzlich willkommen dazu. Das ist die letzte Vorlesung in 2021. Gestern im Hörsaal habt ihr schon wahrgenommen, ich bin ganz ordentlich erkältet. Kann man heute, glaube ich, auch an meiner Stimme wahrnehmen. Meine Nase ist ordentlich zu. Sorry dafür, wenn sich das auf der Aufnahme hier zu sehr wieder niederschlägt. Ich glaube, es ist besser, wenn ich heute nicht im Hörsaal auflaufe. Stattdessen sitze ich hier gemütlich in meinem SC Freiburg-Pulli, in meinem warmen Büro. Ich habe wieder meinen Greenscreen aufgebaut. Der Jahreszeit entsprechend habe ich hinten Hoth projiziert. Und dann kann uns eigentlich keiner mehr aufhalten. Lasst uns die letzten 10 Slides aus dem Kapitel Functional Dependencies, aus dem Kapitel 10 der Vorlesung DB1 hier in Videoform besprechen. Auf geht's! Ich hatte euch gesagt, dass Functional Dependencies als Werkzeug dienen können, um gutes Relationendesign durchzuführen. Okay? Bisher haben wir FDs irgendwie als Konzept, als Konstrukt selber irgendwie untersucht und uns ein bisschen vertrauter damit gemacht. Was wir jetzt im Rahmen der nächsten Minuten hier in dieser Vorlesung, der letzten Slides machen werden, ist FDs tatsächlich benutzen, um daraus gutes Relationendesign quasi automatisch abzuleiten. Okay? Und zwar werden wir eine gegebene Relation und der Menge der FDs, die in dieser Relation gelten, die werden wir in den Algorithmus packen, den Split BCNF Split Algorithmus. Okay, was da nachher rauskommt, ist Relationendesign, das einer guten Güte, einem Gütekriterium entspricht. Und dieses Gütekriterium, das ist hier auf der Folie 23 genannt, das ist die sogenannte Boyce-Codd-Normalform. Nach der ersten Normalform, die über atomare Zelleninhalte und sowas gesprochen hat, ist die Boyce-Codd-Normalform eine, die über gutes Tabellendesign spricht, in der Anwesenheit von FDs, von Functional Dependencies. Boyce-Codd, das kommt von den beiden Namen Ray Boyce, ein leider schon verstorbener Kollege, der aber elementar an der Entwicklung von SQL beteiligt war, und von Edgar F. Codd, der uns aus dem Codd'schen Relationenmodell natürlich alle noch ein Begriff ist. Die beiden haben hier zusammengewirkt und haben eine relationale Normalform gearbeitet, unter anderem der BCNF, der Boyce-Codd-Normalform. Okay, wann ist eine Tabelle R in Boyce-Codd-Normalform? Lass mich das mal highlighten hier. Kriege ich das hin? So wie früher, genau. Boyce-Codd-Normalform oder BCNF, so eine Tabelle R mit gegebenen FDs, ja, hier ist eine von diesen FDs genannt, ja, mit gegebenen FDs ist genau dann in Boyce-Codd-Normalform, wenn jede FD, die in R gilt, ja, hier habe ich eine Beta nach C, wenn ich mir die greife, wenn für jede FD entweder die Bedingung 1 oder die Bedingung 2 gilt. Also alle FDs in der Relation R durchchecken und gegen die Kriterien 1 und 2 checken. Okay, ja. Das Kriterium 1 beschreibt mir nur triviale FDs, okay, in denen die rechte Seite C schon in der linken Seite Beta enthalten ist. Keine interessante Aussage über die Struktur der Relation hier an der Stelle, das ist trivial. Interessanter wird es im Punkt 2, okay. Ich nehme mir so eine FD Beta nach C her und sie ist bezüglich BCNF dann akzeptabel, wenn die linke Seite Beta schon ein Schlüssel vor R ist. Oder wenn die linke Seite Beta wenigstens einen Schlüssel von R enthält. Okay. Dann gilt diese FD Beta nach C in R nämlich trivialerweise. Sie leitet sich schon aus dem Schlüssel ab. Okay. Wenn die linke Seite Beta tatsächlich ein Schlüssel ist, ja, ein Schlüssel bestimmt alle anderen Attribute des Schemas von R funktional, damit natürlich auch das C, alles klar, Haken dahinter, sollte nur eine Teilmenge von Beta in den Schlüssel sein. Okay. Ja, dann bestimmt schon allein diese Teilmenge alle anderen Attribute und natürlich auch das C funktional. Okay? Wenn ihr euch an die Armstrong-Axiome und die Augmentation-Regel an der Stelle erinnert, ist ganz klar, wenn schon eine Teilmenge von Beta die Spalte C funktional bestimmt, dann kann ich auch noch weitere Attribute hinzufügen, ja, zu dem Schlüssel, ja, der Teilmenge von Beta. Dann erhalte ich Beta und auch dieses Beta wird mir dann die Spalte C funktional bestimmen. Alles klar, also das ist mein Kriterium. Jede FD, die in meiner Relation R gilt, ist tatsächlich schon eine Key-FD. Okay, alles klar. Damit gibt es dann keine Embedded Functions mehr. Alles klar. Embedded Functions entstanden dadurch, dass sich FDs in meinen Relationen finden, von denen die linke Seite keinen Schlüssel darstellt.
Okay, das führte zu Redundanz und zu Anomalien, wie wir in den letzten Vorlesungen gesehen haben. Nicht so mehr in BCNF, weil die linke Seite jeder FD entweder ein Schlüssel ist oder einen Schlüssel enthält, gibt es hier an der Stelle keine eingebetteten FDs mehr in der Relation R. Ja? Und noch viel wichtiger, ich kann die Methoden, ich kann die eingebauten Algorithmen innerhalb meines RDBMS benutzen, die mir Primary Keys checken. Okay, die kann ich gleichzeitig jetzt benutzen, um meine FD Beta nach C zu überwachen. Okay, ja, weil Beta nach C entweder schon einen Schlüssel beschreibt oder einen Schlüssel in der linken Seite enthält, wird mir ein Primary Key, den ich auf meiner Relation R definiere, tatsächlich gleichzeitig die FD Beta nach C beschützen. Ich werde nicht mehr in der Lage sein, die FD Beta nach C in irgendeiner Weise durch Insert, Update, Kommandos irgendwie zu beschädigen. Okay, ganz hervorragend. Das ist doch anders als die Situation, als die, die wir gestern in der Vorlesung hatten, in der ich euch sagte, es gibt kein allgemeines Kommando, alter Table, add functional dependency oder irgendwas ähnliches. Gibt es einfach nicht, ist jetzt mit BCNF auch tatsächlich nicht mehr notwendig. Wir werden einfach die Primary Keys, die wir sowieso schon deklarieren können, in unseren relationalen Datenbanksystemen benutzen, um unsere FDs zu überwachen. Okay, das sieht gut aus. Ja, wie sieht es jetzt aus mit der Boyce-Codd-Normalform für die Beispielrelationen, die uns bisher so untergekommen sind? Alles klar. Also in dem letzten Kapitel hatten wir eigentlich vor allem drei Relationen irgendwie im Blick. Das war die Instructions, unsere Lego-Booklet-Instructions. Wir hatten öfter mal die Users-Relation, in der Users-Rating für Movies oder was weiß ich abgegeben haben am Wickel. Und wir hatten auch die Stores-Relation irgendwie schon mal auf dem Tisch, das war ein Teil, ein Dimension Table aus unserem Lego Data Warehouse Example. Okay, und alle diese Tables hatten eigentlich eingebettete Funktionen und zeigten tatsächlich Redundanz, wie wir in unseren letzten Diskussionen gesehen haben. Und tatsächlich ist auch da festzustellen, weder Instructions noch Users noch Stores sind tatsächlich in BCNF. Sie enthalten Embedded FDs, die das Datenbanksystem für uns nicht überwachen kann, die zu Anomalien und zu Redundanzen führen. Okay, erinnert euch an die Instructions-Tabelle hier mit ihrem Schema, das ich hier nochmal angegeben habe, und dem FD-Set, das dafür gilt. Hier gab es die Key-FD. Set Step Piece Color war tatsächlich die Key-FD für diese Tabelle Instructions. Es gab aber noch weitere FDs, die Set Step Page und Set Step nach Image FD und die Image nach Width und die Image nach Height FDs, die ebenfalls noch in Instructions galten und damit Embedded FDs sind. Das sind keine FDs, deren linken Seiten schon irgendwie durch Keys gegeben sind oder deren linken Seite Keys enthalten. Das sind echte Embedded FDs, die der BCNF widersprechen. Okay, genauso sieht es hier bei Users aus. Users hat hier den Key Name. Es gab aber noch die Embedded FD Rating nach Stars. Ja, die enthält hier auf der linken Seite weder einen Schlüssel, noch ist die Rating selber einen Schlüssel. Das ist eine Embedded FD BCNF in Tabelle Users verletzt und tatsächlich Users hat Redundanz und Probleme gezeigt. Und genauso sieht es hier unten aus. Store ist der Schlüssel, kommt hier auf der linken Seite der FD State nach Country, die ebenfalls eingebettet ist. Hier ist sie. Die ebenfalls eingebettet ist in unsere Tabelle Stores, ja, kommt auf der linken Seite dieser FD nicht vor, nicht in BCNF. Wir müssten also an der Stelle das Design verbessern, um Embedded Functions, Redundanzen und Anomalie zu vermeiden. Wie verbessert man das Design? Jetzt kommt der Algorithmus ins Spiel, den ich euch versprochen habe. Ein Algorithmus, der sich alleine an den FDs orientiert. An den FDs einer Relation, die FDs inspiziert, checkt, ob die tatsächlich problematisch sind. Falls ja, wird das Relationendesign verändert. Was man dann erhält, ist der BCNF Schema Decomposition Algorithmus, aber weil das so ein bisschen sperrig ist, sagt man auch oft der BCNF Split Algorithmus. Und das ist tatsächlich ein recht guter Name für diesen Algorithmus. Okay, lasst uns mal kurz drauf schauen. Das ist der Split Algorithmus, den wir hier beschreiben. Was reingeht, ist eine Relation R mit ihrem Schema. Okay, das war zu erwarten. Wir wollen an dem Schema der Relation R drehen und das potenziell verbessern. Was aber auch noch reingehen muss, ist die Menge F an Functional Dependencies, die in R gelten. Und genau an F werden wir uns orientieren, um das Design von R zu verbessern. Okay, das geht rein. Was rauskommt, werden Relationen Schemata vielleicht sogar Mehrzahl sein.
Okay, vielleicht kann die Relation R nicht mehr intakt bleiben und wir müssen sie in Teile teilen, splitten. Okay, was uns dann aber gegeben wird als Garantie ist, die entstehenden Teile, die entstehenden Relationen Teile, die wir durch Splits erhalten, die sind dann in B, C, N, F. Okay, lass uns mal den Split-Algorithmus kurz anschauen. Ja, wir werden einfach unsere FD-Menge, die in R gilt, untersuchen und uns auf die Suche nach FDs, hier, da ist eine, begeben, die tatsächlich problematisch sind. Ja, unproblematisch sind FD, wenn sie trivial ist. Das ist der Fall hier, wenn C tatsächlich schon an der linken Seite enthalten ist. Davon gehen wir an der Stelle mal nicht aus. Wir gehen davon aus, dass Beta tatsächlich keinen Schlüssel der Relation R beinhaltet. Okay? Damit verletzt diese FD die Boyce-Codd-Normalform für unsere Relation R. Diese FD ist problematisch. Es muss reagiert werden. Was vorher noch eine Relation R war, wird jetzt in zwei Relationen R1 und R2 aufgeteilt. Okay, und was wir hier in diesem Algorithmus angeben, ist genau wie das Schema von R1 und wie das Schema von R2 auszusehen hat. Okay, ihr seht, aus dem Schema von R, ja, werde ich hier das Cover der linken Seite unserer FD entfernen. Okay, ihr kennt noch die Coverberechnung aus der letzten Vorlesung von gestern. Ich entferne das Cover, belasse aber Beta, die linke Seite hier auf der linken Seite von R1. Okay, auf der rechten Seite gewinne ich das Schema dadurch, indem ich einfach die Attribute aus dem Cover der linken Seite unseres Betas, der linken Seite unserer FDs, irgendwie greife. Okay, das sind die beiden neuen Relationen R1 und R2, die da an der Stelle entstehen. Okay, ja, das sind zwei neue Relationen. Wir werden gleich im Folge der Diskussion noch sehen, dass wir einen wirklichen Schritt vorangemacht haben, dass wir zwei Relationen geschaffen haben, deren Qualität vom Schema her tatsächlich besser ist. Aber vielleicht gibt es an R2 und an R1 ja noch weitere Verbesserungen vorzunehmen. Vielleicht sind R1 und R2 noch nicht in BCNF und enthalten selber noch problematische FDs. Ja, das werden wir jetzt in diesem Algorithmus rekursiv feststellen. Wir werden also erst den Split-Algorithmus auf der linken Seite auf R1 durchführen. Ja, wir werden wieder die FD-Menge F in diesen Split-Algorithmus mit reingeben. Aber F natürlich nur noch beschränkt auf die Idee, FDs, die sich mit den Attributen, die jetzt in R1 zu finden sind, überhaupt noch beschreiben lassen. Ja, einige der Attribute sind in R2 rübergewandert. Alle FDs, die sich auf Attribute von dem Schema von R2 beziehen, die werden hier aus der entsprechenden FD-Menge gelöscht. Also das sind die FDs F, die sich tatsächlich nur auf Attribute beziehen, die sich in dieser Attributmenge hier befinden. Und genauso sieht es hier aus. Wir rufen uns rekursiv auf R2 auf, um dort eventuell noch weitere Schemaverbesserungen vorzunehmen. Also natürlich mit einer verkleinerten FD-Menge, die sich nur noch auf die Attribute bezieht, die tatsächlich lokal in R2 auch noch zu finden sind. Genau, diese Notation hier mit diesem vertikalen Strich hier, F eingeschränkt auf die Attribute, die in C zu finden sind, die habe ich hier unten versucht nochmal ganz kurz zu erläutern. Alles klar. Ja, wie sieht's aus nach so einem Split? Okay, wenn ich mir die Relationsschemata von R1 und R2 anschaue und die zusammen in einen Topf werfe, dann sehe ich, ich habe keine Spalten, keine Attribute aus R verloren. Wenn ich die beiden zusammenschmeiße, dann finde ich tatsächlich wieder alle Spalten aus R wieder. Keine Spalte wird bei diesem Split irgendwie vergessen. Im Gegenteil, diese Attributmenge hier, die Attribute, die sich in der linken Seite der FD Beta nach C befunden haben, die befinden sich sowohl in R1 als auch in R2. Mal kurz checken. Hier in R2 befindet sich Beta auf jeden Fall, denn zu dem Cover von Beta gehören die Spalten aus Beta auf jeden Fall selber. Reflexivität aus den Armstrong-Axiomen. Ganz klar, hier auf der linken Seite fügen wir die Attribute Beta sogar explizit hinzu. Hier mit diesem Vereinigt Beta. Wir tragen also dafür Sorge, dass tatsächlich die Schnittmenge der Schemata zwischen R1 und R2 tatsächlich genau Beta ist. Ja, dass wir tatsächlich gar kein Attribut vergessen, sollte auch klar sein. Wir gehen von der gesamten Attributmenge aus, nehmen ein bisschen was weg, aber alles, was wir hier wegnehmen, wird dann auf der anderen Seite hier, auf der anderen Seite in R2 aufbewahrt. Da geht kein einziges Attribut verloren. Okay, alles klar.
Ja, dann lass uns doch mal diesen Algorithmus anwerfen und auf die Tabelle Instructions zum Beispiel anwenden. Okay, ich habe das hier mal gemacht. Auf der rechten Seite habe ich meinen Editor mitgebracht, so wie ich das so oft in Informatik 1 und 2 gemacht habe. Jetzt halt hier in DB1. Und ihr seht, was ich hier oben mitgebracht habe, ist tatsächlich das Schema meiner Relation R. In diesem Fall ist es die Relation Instructions mit den Spalten-Sets, der P-Scalar und so weiter, die ihr schon kennt. Und der Menge der FDs, die in dieser Relation gelten. Auch altbekannte FDs, natürlich die Key-FD, die sich hier durch den Schlüssel, den ich hier markiert habe, ich hoffe, ihr könnt das irgendwie in dieser ASCII-basierten Grafik irgendwie erkennen, die FD gilt hier natürlich, aber es gelten auch die weiteren eingebetteten FDs, die ich jetzt gerade orange highlighte. Das sind die problematischen FDs aus der Sicht der Boyce-Codd-Normalform. Der Split-Algorithmus würde sich einer dieser problematischen FDs greifen. Okay, und sich danach orientieren und einen ersten Split des Relationenschemas von R durchführen, das qualitativ fragwürdig ist, weil es Redundanzen beinhaltet und Embedded FDs. Wir greifen uns diese FD hier als Beispiel-FD, an der wir den Split hier durchführen, als erste heraus. Okay, dann sagt uns der Split-Algorithmus, was vorher noch eine Relation R war, wird jetzt eine Relation R1 und eine Relation R2. Okay, hier in der Relation R2 werde ich tatsächlich das Cover der linken Seite von Set Step hier in R2 übernehmen. Und wenn ihr euch diese Spalten hier in R2 tatsächlich anschaut, ja, dann ist tatsächlich Set Step an der Stelle beinhaltet. Page und Image ist beinhaltet, weil die hier tatsächlich direkt durch Set Step bestimmt werden und transitiv werden auch Width und Height durch die linke Seite Set Step bestimmt. Das ist tatsächlich das Cover von Set Step. Das sind die Attribute von R2. Alles klar. Auf der linken Seite werden wir alle anderen Attribute aus R übernehmen. Alle Attribute aus R übernehmen, minus den Attributen, die sich hier in dem Cover befinden. Ja. Plus der Attribute der linken Seite plus dem Better. Alles klar. So ergeben sich die Attribute auf der linken Seite R1. Okay, ja, lasst uns doch mal kurz schauen, wie hier die Qualität der Relationenschemata von R1 und R2 aussehen. Hier auf der rechten Seite hat sich ein Relationenschema ergeben, in dem nur noch diese FDs tatsächlich irgendwie zu überwachen sind. Ja, tatsächlich befinden sich die Attribute Quantity und Color, die befinden sich entsprechend nicht mehr in unserer Spaltenmenge. F eingeschränkt auf die FDs, die man tatsächlich noch in R2 darstellen kann, ist diese Menge hier. Alles klar. Wir könnten jetzt checken, ob sich tatsächlich noch eingebettete FDs hier in dieser Relation befinden. Ein Schlüssel für diese FD-Menge ist offensichtlich Set Step, denn alle anderen Attribute folgen funktional aus der Attributmenge SetStep. Genauso haben wir R2 konstruiert. Okay, dann lass uns mal die FDs anschauen. Das hier, ja, das ist eine FD, die bezüglich der Relation R2 vollkommen unproblematisch ist, denn die linke Seite beinhaltet einen Schlüssel von R2. Hervorragend. Diese FD hier, die ist problematisch. Die linke Seite Image beinhaltet keinen Schlüssel. SetStep ist der Schlüssel und ist darum bezüglich der BCNF fragwürdig. R2 selber ist noch nicht in BCNF-Form. Ein weiterer Split kann R2 tatsächlich in BCNF-Form bringen. Wir greifen uns die problematische FD, genau da ist sie, und machen einen Split von R2 bezüglich dieser problematischen FD. Was vorher noch R2 war, wird jetzt zu R21 und R22. Okay, hervorragend. Hier auf der rechten Seite in R22 befinden sich wieder die Attribute, die durch die FD quasi vorgegeben werden. Natürlich die linke Seite und alles, was durch die linke Seite funktional bestimmt wird. Okay, in diesem Fall ist es Width und Height. Ich denke, das sollte irgendwie klar sein. Genau das findet sich hier auf der linken Seite. Oh. Auf der rechten Seite, mein Gott, auf der rechten Seite. Ja. Hier auf der linken Seite in R21, ja, da befinden sich alle restlichen Attribute, die mir noch bleiben, wenn ich hier das Schema von R22 abziehe und die linke Seite der FD-Image in meinem R21 behalte. Dann ist das hier die Relation R21. Die FD-Menge eingeschränkt auf R21, die hier noch gilt, ist diese hier. Das ist eine unproblematische FD. Das ist der Schlüssel in R21. Das hier ist die entsprechende FD-Menge in R21. Das ist eine Schlüssel-FD. Damit ist diese
Tabelle R2.1 in Boyce-Codd Normal Form. Keine weiteren Splits mehr notwendig. Jede FD wird tatsächlich schon durch den Schlüssel in R2.1 impliziert, kann durch den Schlüssel in R2.1 durch das RDBMS überwacht werden. Okay, hier auf der linken, auf der rechten Seite in R2.2 sieht es genauso positiv aus. Das sind die Attribute in R2.2. Ganz klar ist, dass Image an der Stelle Schlüssel sein muss. Es konnte gar nicht anders sein. Genauso haben wir R2.2 konstruiert mit dem Cover von Image. Ja, und die einzige FD, die hier auf der rechten Seite noch gilt, ist diese hier. Das ist eine Key-FD. Auch R2.2 befindet sich in Boyce-Codd Normalform. Und übrigens gilt das Gleiche für die Relation R1, die hier in dem ersten Slit, in dem ersten Split konstruiert wurde. Die FD, die jetzt noch relevant ist hier oben in R1, ist die Key FD von Set Step Piece Color noch Quantity. Okay, ja, tatsächlich ist die völlig unproblematisch. Es gibt keine weiteren problematischen FDs hier in R1. Damit ist auch R1 in Boyce-Codd Normal Form. Okay, also Splitten, in diesem Fall wiederholtes Splitten, hat uns tatsächlich aus dem einen Relationenschema R hier oben drei Relationen gegeben, alles klar, die zusammen, hier in den Blättern unseres Split-Tree, die zusammen die Informationen im originalen Relation R darstellen, aber jede dieser einzelnen Pieces, jede dieser einzelnen Stücke sind tatsächlich in Boyce-Codd Normal Form und damit von dem Datenbanksystem bezüglich der FDs zu überwachen und sie enthalten keine Redundanzen, keine Embedded FDs mehr. Gutes Tabellendesign an den Blättern dieses Split Trees. Ja, und es ist kein Wunder und kein Zufall, dass wir überhaupt gar kein Problem haben, diese sehr, sehr abstrakten Namen wie R1 oder R2.1 und so weiter, tatsächlich wieder im Kontext unserer Lego-Database mit sehr, sehr sinnvollen Namen zu versehen. Sie beschreiben nämlich Konzepte, ja, FDs, die aus der Lego-Mini-Welt in unsere Datenbank übertragen wurden. Es ist kein Zufall, dass wir gar kein Problem haben werden, diese Relationen R1, R2.1 und R2.2 sinnvoll zu benennen. Okay, genau das habe ich hier mal in den nächsten Slides vorgenommen. Ja, nach der Dekomposition, die wir gerade durchgeführt haben, haben wir drei Relationen vor uns vorliegen. Die erste Relation, die wir durch den Split gewonnen haben, das war unsere Relation R1 in dem Editor. Ja, die hatte die Attribute SetStepPieceColorQuantity und ich würde die einfach mal Parts nennen. Das ist die erste von drei gesplitteten Relationen. Das ist die Relation, die tatsächlich über die Teile spricht. Die Teile und deren Anzahl und Farbe spricht, die in dem Lego Instruction Booklet irgendwie wiedergegeben müssen. Das ist die Parts-Relation. Okay. Und es fällt uns sehr, sehr leicht, diese Relationen zu benennen. Genauso sieht es auch mit den neuen Namen für R2.1 und R2.2 aus. Okay, ja, was eben noch die Relation R2.1 war, ja, die würde ich hier nach einer Umbenennung vielleicht Layouts nennen. Set Step Page Image. Ja, hier wird einfach beschrieben, welches Bild welchem Set zugeordnet ist, welchem Schritt und auf welcher Seite dieses Bild abgedruckt werden soll. Das gibt mir einen Hinweis darauf, wie das Layout meines Lego Instruction Booklets wahrscheinlich aussehen muss. Okay, Details über die eigentlichen Bilder, also die eigentlichen Illustrationen, finde ich in der dritten Tabelle, die nach dem Split R2.2 hieß. Ich würde sie hier wahrscheinlich irgendwie Images oder vielleicht auch, Entschuldigung, Illustrations nennen. Na. Okay. Ah ja, alles klar, dicke Finger. Sorry, Jungs und Mädels. Ja, also, das ist die Illustrations-Tabelle, die mir Details darüber vermittelt, wie denn hier die Images und ihre Größen aussehen. Alles klar. Wie gesagt, kein Wunder, wir haben jetzt herausgearbeitet durch den Dekompositionsalgorithmus, was tatsächlich für separate Mini-Weltkonzepte da draußen geherrscht haben und haben sie jetzt adäquat in separaten Relationen dargestellt und nicht mehr in eine große Instructions-Relation monolithisch irgendwie eingekippt. Fakt ist, dass sich die Information aus der ehemals monolithischen Instructions-Tabelle jetzt auf drei Tabellen verteilt. Okay, Applikationen da draußen haben sich vielleicht bisher auf die Instructions-Tabelle bezogen. Vielleicht
wollen wir aber auch irgendwie dem Typesetter, der uns die Lego Instructions Booklet produziert, aber auch in einer uniformen Art und Weise die gesamte Information über unsere Instruction Booklets mitteilen. Jetzt ist diese Information über drei Tabellen verteilt. Wir müssten eine SQL-Query formulieren, die uns diese Information aus den drei Tabellen wieder zusammenführt und uns die Original-Instructions-Tabelle, die Originalinformation wiederherstellt. Okay, das ist jetzt die richtige Slide. Okay, also BCNF und der Split-Algorithmus geht immer mit der Notwendigkeit einher, dass ich tatsächlich auch aus den gesplitteten Teilen die Information wieder rekonstruieren muss. Aber eigentlich ist das eine ganz, ganz einfache Sache und ich denke, ihr habt euch das auch schon gedacht. Wir werden einfach die drei Teile, die Illustrations, die Layouts und die Parts-Tables benutzen und sie in einem Equi-Join, in einem einfachen Join in der SQL-Query wieder zu der Originaltabelle Instructions zusammensetzen. Was die Join-Bedingungen sind, ist ganz klar. Die Join-Bedingungen ergeben sich aus den Schnittmengen der Schemata unserer Relationen. Wir wissen, wie die Schnittmengen dieser Schemata aussehen. Wir hatten durch den Split-Algorithmus Sorge dafür getragen, dass genau die linke Seite der jeweils splittenden FD Beta tatsächlich in der Schnittmenge der Schemata zu finden ist. Einmal war diese Schnittmenge der Schemata Set und Step und ihr seht, wie hier diese beiden Set und Step-Spalten hier in die Bedingungen in dem Join zwischen Parts und Layouts eingeht. Einmal war diese linke Seite die Attributmenge, die nur Image beinhaltet. Blätter zurück zu dem entsprechenden Split, den wir durchgeführt haben. Die linke Seite war Image und genau diese Spalte bestimmt hier das Join-Kriterium, das mir erlaubt, Layouts und Illustrations wieder zusammenzuführen. Ja, okay, also über die Gleichheit dieser in beiden Tabellen vorkommenden Attribute, ja, die linke Seite der FDs an denen wir gesplittet haben, daraus ergeben sich die Gleichheitsbedingungen dieses Equi-Joins. Okay, wenn wir alle drei Tabellen zusammennehmen, haben wir tatsächlich wieder alle Spalten beisammen und können hier das breite Schema, das originalbreite Schema der Tabelle Instructions wieder rekonstruieren. Das ist der Equi-Join, der das für uns irgendwie durchführen kann. Und ich hatte auch gestern das Create-View-Kommando in der Vorlesung erwähnt, in dem ich die Möglichkeit habe, das Prinzip der Datenunabhängigkeit in relationalen Systemen zu implementieren. Okay. Niemand hat es in Wirklichkeit zu interessieren, dass die Originaltabelle Instructions jetzt in drei Teile zerteilt wurde, in drei Teile in BCNF, durch diesen Equi-Join wieder zusammengesetzt werden können zu einer Originaltabelle Instructions. Ja, wir könnten also ein Create Temporary View Instructions anlegen, hinter dem sich tatsächlich dieser Equi-Join verbirgt und damit die Illusion schaffen, dass es die sehr, sehr breite monolithische Tabelle Instructions tatsächlich noch gibt. Wir setzen sie bloß aus redundanzfreien, wohl designten Teilen, Parts, Layouts und Illustrations zusammen bei Bedarf. Okay, ja, das hat bei Instructions jetzt super funktioniert mit dem entsprechenden Split. Ich gehe hier nochmal zurück auf meinen Editor hier. Okay, sehr gut. Und kann euch hier an der Stelle noch den kurzen Hinweis geben. Wir haben uns hier ja für eine problematische FD entschieden, um die ganze Split-Algorithmus zu treiben. Wir haben uns hier für die problematische FD Set Step Page Image entschieden. Ja. Genauso hätten wir uns für Image Width und Height entscheiden können. Alles klar. Als Training würde ich euch mal vorschlagen, dass ihr hier diesen Split für die Relation R oder Instructions nochmal ausführt, aber hier als erstes Split FD mal die jetzt orange markierte Image Width Height FD auswählt. Ihr werdet sehen, dass ihr trotzdem wieder einen Split-Tree bekommt und in diesem speziellen Beispiel werdet ihr auch die gleichen Relationen, die gleichen BCNF, die gleichen drei BCNF-Relationen erhalten, die nachher wieder zu dem Original Instructions zusammengesetzt werden können. Aber im Allgemeinen bestimmt die Wahl, die Reihenfolge der Wahl der FDs, wie sie denn in den Split-Algorithmus eingehen, tatsächlich das Ergebnis. Dieser Algorithmus hängt von der Reihenfolge der Wahl der FDs ab, die wir jeweils zum Splitten benutzen und ist in dieser Hinsicht nicht deterministisch. Okay, also in diesem Beispiel kommen tatsächlich die gleichen gesplitteten BCNF-Relationen heraus. Das ist im Allgemeinen nicht so. Das wollte ich noch ganz kurz erwähnt haben. So, wie sieht es aus mit dem BCMS-Split von anderen Relationen, die wir hier in unseren Beispielen bisher besprochen haben, zum Beispiel von der Users-Relation. Die Users-Relation hatte die problematische Rating nach Stars.
FD eingebettet, benutzt diese einzige problematische FD, um den entsprechenden Split durchzuführen, und ihr werdet auf einen Split-Ergebnis nach einem Schritt schon kommen, in dem die Original-Users-Relation jetzt in zwei Relationen zerteilt wurde. Ja, tatsächlich befindet sich hier in der unteren, in der Renders-Relation, die Darstellung der eingebetteten FDs Rating nach Stars. Hier in dieser gesplitteten Tabelle ist Rating jetzt Key geworden. Ja, es befindet sich nur noch die weitere Spalte Stars in dieser Tabelle. Tatsächlich kann das DBMS jetzt den Key auf dieser Tabelle, auf dieser neuen Tabelle, ich nenne sie mal Render, ja, weil sie dazu benutzt werden kann, um eine natürliche Zahl durch eine Menge von Sternen wie zu darzustellen, zu rendern. Okay, tatsächlich kann das DBMS jetzt den Key hier in der Render-Tabelle benutzen, um uns davor zu bewahren, ja, eine inkonsistente und redundante Darstellung der Abbildung eines Integers auf eine Menge von Sternchen irgendwie zu definieren. Alles klar. Ich sehe gerade, hier sind 6 Sternchen, sollten eigentlich nur 5 sein. Ja, so viel zur Inkonsistenz. Alles klar. Okay. Ja, wenn ich die beiden Tabellen Users und Render wieder zusammensetze, und zwar über ein Equi-Join bezüglich der Rating-Spalte. Okay. Also bezüglich der linken Seite der problematischen FD, in diesem Fall Rating, ja, dann erhalte ich die Original-Users-Relation wieder zurück, und ein View könnte die Illusion erschaffen, dass es die dreispaltige Tabelle Users nach wie vor gibt. Okay, ganz hervorragend. Ich würde gerne noch ein paar Worte verlieren zu diesem Wiederherstellen der Originalinformation mithilfe eines Equi-Joins. Ja, man muss sich ja darauf verlassen können, dass gegeben eine Relation eben noch monolithisch, ja, vorliegend, jetzt in kleine Teile zersplittert, kann ich durch so ein Equi-Join tatsächlich immer wieder garantieren, dass die Originalinformation wiederhergestellt wird. Ist das tatsächlich immer so? Ist sozusagen das Zersplittern in Teile einer Relation, ist das informationserhaltend, und können mir die Joins immer wieder zum Originalausgangspunkt zurückverhelfen? Und die Antwort darauf, die befindet sich auf den folgenden 2 Slides. Ich gehe also davon aus oder würde hoffen, dass mir eine BNF-Dekomposition tatsächlich einen lossless Split gibt, also einen Split der Originalrelation, in dem keine Information verloren geht, to lose loss, ja, verloren geht. Alles klar. Ja, und tatsächlich ist das eine Annahme, die wir in die BCNF-Dekomposition einbauen. Und wie wir auf der nächsten Slide gleich sehen werden, ist diese Annahme auch berechtigt. Ja, durch diese Splits geht uns an der Stelle also niemals Information verloren. Ja, das kommt aber nur daher, weil die Splits, die der BCNF-Dekompositionsalgorithmus durchführt, dass die von wohldefinierter und gutartiger Natur sind. Beliebige Splits, so vertikale Splits, die ich in eine Relation irgendwie einziehen kann, haben nicht unbedingt die Eigenschaft, dass sie mir erlauben, die Originalinformation ohne Probleme wieder zusammenzusetzen. Okay, also lasst uns mal hier diese eine Relation hier anschauen, diese Relation R, die zu diesem Zeitpunkt noch 3 Spalten ABC beinhaltet. Und ich habe die auch mal hier mit einem entsprechenden Zustand mit Werten AI, BJ und CK gefüllt. Alles klar. Überlegt euch, am besten auf Papier selber, wie ein Split dieser Relation R in 2 Relationen aussehen würde, in R1 und R2. In R1 würden die Spalten leben, in R2 würden die Spalten AC leben. Das sieht schon mal gut aus. R1 und R2, die Schemata zusammengenommen, die ergeben tatsächlich ABC, das Originalschema von R. In der Hinsicht ist also nicht einfach trivialerweise eine Spalte oder sowas verloren gegangen. Okay. Auch die Schemata von R1 und R2 haben einen nicht leeren Schnitt. Hier die Spalte A. Das suggeriert, ein Equi-Join über die Spalten A von R1 und R2 sollte benutzt werden, um die Originalrelation R wieder zusammenzusetzen. Jetzt war der Split in AB und AC, also in diese beiden Teile hier, jetzt aber leider etwas arbiträr und von mir einfach so mit dem Holzhammer auf die Relation R draufgesetzt. Dieser Split ist nicht durch eine FD oder durch einen Dekompositionsalgorithmus entstanden, der ist einfach beliebig gewesen. Und tatsächlich, was man bei solchen beliebigen Splits erleben kann, ist, dass ein Equi-Join von R1 und R2 natürlich über Spalte A mir wieder eine Relation mit
Spalten ABC zusammensetzt, aber wenn ich auf den Zustand dieser neuen zusammengesetzten Relation schaue, dann sehe ich auf einmal eine Zeile, ich habe die extra markiert hier unten, eine Zeile A1, B2, C2 in dieser neuen Relation, die zuvor nicht in der Originalrelation R vorhanden war. Checkt oben, oben nur drei Zeilen, hier unten sind es vier. Diese Zeile hier, die ist hinzugekommen. Okay, und ja, das Hinzukommen einer zusätzlichen Zeile ist durchaus Verlust von Information. Okay, Information wird dennoch verloren. Hier oben haben wir tatsächlich Informationen darüber, in welchen Kombinationen die A, I, B, J und C, K irgendwie vorkommen. Diese Kombinationen kommen hier unten tatsächlich auch vor, aber wir haben auch diese nicht valide Kombination hier. Diese neue gejointe Relation gibt uns keine Informationen darüber, welche von diesen Kombinationen valide waren, die Originale waren und was einfach nur als Artefakt aus diesem Equijoin entstanden ist, nämlich der hier unten. In der Hinsicht haben wir Informationen verloren. Wir haben zwar eine Zeile hinzugewonnen, aber die Informationen über die Originalinhalte der Relation R verloren. Okay, also das wäre ein Split bösartiger Natur. Und solche bogus Rows, ja, will ich natürlich nach den Equijoins, die mir der BCNF-Split erzeugt, nicht haben. Und die nächste Slide sagt, ja, tatsächlich ist das auch so. Du wirst nach einem BCNF-Dekompositionsvorgang, wirst du dir keine Rows einhandeln, die nicht in der Originalausgangsrelation wie vorhanden sind, wenn du den Equijoin der Teile irgendwie durchführst. Okay, und das Ganze kommt aus dem sogenannten Dekompositionstheorem. Ja, ich nehme wieder so eine Relation R her, ja, und teile die tatsächlich vertikal in zwei Teile R1 und R2. Ja, und dann werde ich auch R1 und R2 wieder benutzen, um die über ein Equijoin wieder zu dem Original R zusammenzustellen. Ja, der Equijoin wird sich hier an den Spalten in dem Schnitt der beiden Teile orientieren. Und ich darf mich tatsächlich daraus verlassen, dass das Original R wiederhergestellt wird. Okay, erstmal, wenn natürlich sowohl in R1 und R2 irgendwie alle Spalten von R zu finden sind. Okay, also R1 und R2 zusammengeworfen, dann habe ich keine Spalten vergessen oder verloren an der Stelle. Das ist schon mal das Erste, das sollte offensichtlich sein. Und die zweite Bedingung ist die interessante. Wenn ich in den Schnitt von R1 und R2 schaue, okay, dann finde ich da einen Schlüssel entweder von R1 oder von R2 oder beiden. Okay, also ich gucke mir in den Schnitt der Schemata von R1 und R2 rein. Was ich dann finde, ist, dass die Spalten in dem Schnitt, in diesem Schnitt hier, tatsächlich entweder einen Key für R1 oder für R2 darstellen. Falls das der Fall ist, dann sagt das Dekompositionstheorem, dann war das ein wohldefinierter Split und du kannst die Originalinformation wiederherstellen. Wie sah es aus mit den Splits, die unser BCNF-Dekompositionsalgorithmus durchgeführt hat, wenn wir so einen Split entlang so einer FD hier an der Stelle durchgeführt haben? Ja, wir hatten schon gesagt, wir haben dafür Sorge getragen, dass tatsächlich ja, die beiden Relationen, die für den Split entstehen, tatsächlich keine Spalte vergessen oder verlieren. An der Stelle einen Haken dahinter. Wir hatten den Split so designt, dass der Schnitt der beiden Relationen-Schemata genau die linke Seite better der FD war, an der wir uns orientiert hatten. Okay? Ja, und wenn ihr euch jetzt an die Relationen R2, die auf der rechten Seite jeweils durch den Split erzeugt wurden, wenn ihr euch an die erinnert, deren Schema ist genau durch das Cover der linken Seite better gegeben worden. Per Definition befinden sich in dem Schema von R2 genau die Spalten, die durch Beta funktional bestimmt werden. Beta ist Key in der Relation R2. Okay, genau so ist die Relation R2 aufgesetzt worden. Alles klar, kein Zufall hier. Genauso ist der Split-Algorithmus an der Stelle designed. Beta ist Key von R2. Wenn ich mir dann die Bedingungen hier, diese untere Bedingung des Dekompositionstheorems irgendwie anschaue, ja, der Schnitt von R1 und R2, nämlich Beta, ist tatsächlich Key in R1, ja, vielleicht, wahrscheinlich eher nicht, und oder R2, ja, ganz sicher, damit ist die Dekomposition von gutartiger Natur. Ein BCNF-Dekompositionssplit wird niemals Informationen verlieren oder irgendwelche bogus Rows erzeugen. Okay, so. Noch ein paar abschließende Hinweise zu BCNF. Wie ich euch gerade schon gesagt habe, der BCNF-Split-Algorithmus ist nicht deterministisch. Er hängt davon ab, in welcher Reihenfolge ich die FDs beim Split tatsächlich ihre Rollen spielen lasse. Okay,
Also, das ist eine ganz wichtige Beobachtung hier an der Stelle. Wie ich auch gerade schon gesagt habe, guckt euch das Beispiel für die Tabelle Instructions nochmal an, ob ich diese FD, die wir tatsächlich im Beispiel gewählt hatten, ja, oder die andere FD für den Split benutze. In diesem spezifischen Beispiel macht es keinen Unterschied. Die entsprechenden entstehenden BCNF-Relationen an den Blättern des Split Tree sind tatsächlich identisch. Probiert es einfach mal aus. Okay. Aber schon in sehr, sehr einfach konstruierten, sehr, sehr einfach gearteten Beispielen wird man sehen, dass das nicht unbedingt der Fall sein muss und dass BCNF tatsächlich BCNF-Splitting verschiedene Ergebnisse liefern kann, je nachdem, welche FD zuerst zum Zuge kommt. Also hier einfache fünfspaltige Relation R mit Schlüssel AB, okay, hervorragend. Ja. Und diesen beiden FDs hier, weder CD ist durch den Schlüssel AB impliziert, noch B ist durch den Schlüssel AB impliziert. Ja, die linke Seite hier ist kein Schlüssel und sie enthält auch keinen Schlüssel. Zwei problematische FDs, beide könnte ich heranziehen, um tatsächlich so einen Split durchzuführen. Ich habe das hier mal auch mitgebracht, einfach für euch als Service. Ja, also wir sprechen tatsächlich über die fünfspaltige Relation R, A, B, C, D, E, genau wie eben gerade auf der Slide 32 mit Key AB. Entweder könnte ich den Split zuerst an dieser problematischen eingebetteten FD durchführen, das wäre meine Option 1, oder ich könnte den Split zuerst hier an der entsprechenden FD B nach E durchführen. Okay, ja, ich habe das euch hier mal tatsächlich durchgeführt. Ihr seht hier im Video auch den entsprechenden Split. Das irgendwie nochmal eins zu eins irgendwie durchzusprechen, ist, glaube ich, hier an der Stelle nicht nötig. Stoppt das Video hier an der Stelle, wenn ihr euch irgendwie darüber überzeugen wollt, dass tatsächlich sowohl hier in dem ersten Fall zwei BCNF-Relationen entstehen, nämlich die ABCD und die CDE-Relation, in der natürlich CD Schlüssel ist. Ja, diese CDE-Relation ist gerade entstanden durch den Split entlang dieser speziellen BCNF-Relation. Okay. Oder der Split wird an der problematischen FDBE zuerst durchgeführt. Dann entsteht hier diese andere Relation, die in BCNF ist. Und diese weitere Relation R1, die ebenfalls im BCNF ist. Hier gibt es keine weiteren Splits mehr durchzuführen. Aber die beiden Split-Ergebnisse sind natürlich nicht die gleichen. Beides sind valide Ergebnisse. Für welches Ergebnis man sich an der Stelle entscheidet, ist die Aufgabe des DBA, des Database Administrators, zu checken, hey, ist es uns irgendwie wichtiger, in einer separaten Relation diese Information oder diese Information vorzufinden? Beide Splits sind an der Stelle führen zu akzeptablem Datenbankdesign. Okay, also tatsächlich, BCNF-Split ist nicht unbedingt deterministisch. Okay, nochmal zurück zur Slide. Okay, so. Ein weiteres K-Wert bezüglich der BCNF-Dekomposition. Beim Splitten entstehen Teilrelationen mit Teilschemata. Und ich hatte euch gesagt, beim rekursiven Aufruf der Split-Relation werden jeweils nur noch die Teilmengen der FDs in den einzelnen Teilrelationen beachtet, die auch tatsächlich, deren Attribute auch tatsächlich noch in den Teilrelationen vorkommen. Okay, FDs sind Constraints, die innerhalb einer Relation leben und nicht wie Foreign Keys irgendwie Relationen überspannen. Entschuldigung, FDs sind Relationen, lokale Constraints. Okay, tatsächlich kann es durch die BCNF-Dekomposition und die Durchführung eines Splits dazu führen, dass FDs, die eben noch in der Originalrelation ohne Probleme ausdrückbar waren, in keiner der beiden gesplitteten Teile jeweils all benötigten Attribute vorfinden. Okay, damit kann ich weder in dem einen noch in dem anderen Relationenteil diese FD tatsächlich darstellen und die FD geht bei dem Split verloren. Das ist eine Lost FD, wie man so schön sagt. Wir können das hier drüben in unserem Beispiel, das wir gerade eben angeschaut haben, gleich nochmal sehen. Wenn ich mich in der Option 1 tatsächlich hier entscheide, nach CDE zu splitten, dann habe ich hier natürlich auf der rechten Seite per Definition die Möglichkeit, die FD CDE darzustellen, wäre ja noch schöner. Ja. Aber hier auf der linken Seite finde ich die Attribute ABCD. Ich habe keine Möglichkeit, die bisher darstellbare FD B nach E. Hier ist sie noch darstellbar. Die Attribute B und E sind hier vorhanden. Jetzt ist B und E weder auf der rechten Seite noch auf der linken Seite darstellbar. Hier fehlt das E, hier fehlt das entsprechende B. Damit ist diese FD beim Split verloren worden.
Okay, das ist durchaus eine entsprechende Nachteil, eine Gefahr, ja, ein entsprechendes K-Wert, das man bei der Durchführung eines BCNF-Split-Verfahrens irgendwie beachten muss. Übrigens ist es ganz symmetrisch hier in der Option 2, wo mir auf der linken Seite nachher die FDCD nach E beim Split verloren geht. Okay. Ja, ein entsprechendes weiteres Beispiel für einen Split, den man durchführt, habe ich hier unten auf der Slide 32 mitgebracht. Hier dreht sich es um eine vierspaltige Tabelle ZIP-Codes. Okay. In dieser Tabelle gelten die folgenden FDs, die ich euch mitgebracht habe. Alles klar. Das sind FDs, die teilweise jedenfalls irgendwie problematisch sein können. Okay, teilweise problematisch sein können. Ja, was man jetzt irgendwie an der Stelle irgendwie durchzuführen hätte, wäre tatsächlich das BCNF-Split-Verfahren. Ja. Um tatsächlich zu beantworten, ob diese FDs hier problematisch sind, ja, müsste man zunächst den Key von ZIP-Codes bestimmen. Okay, ja, wir würden also jetzt entsprechenden Key von ZIP-Codes bestimmen. Erst dann können wir tatsächlich irgendwie feststellen, ob die linken Seiten dieser beiden gegebenen FDs tatsächlich nicht durch den entsprechenden Key impliziert werden. Und tatsächlich ist das in diesem Fall nicht der Fall. Okay, also beide FDs werden sich als problematisch herausstellen, kann ich euch jetzt schon sagen. Denn ein Candidate Key für die Tabelle ZIP-Codes ist tatsächlich. Jawohl. Ein Candidate Key, hier, das ist die erste Frage für die Tabelle ZIP-Codes, ist tatsächlich die Attributkombination ZIP-Street. Okay, also ZIP-Street als Key impliziert weder diese FD noch diese FD. Also ist an der Stelle Splitting angesagt. Auch das habe ich euch im Beispiel mitgebracht, aber ich kann euch als Training tatsächlich nur empfehlen, diese Splits tatsächlich mal durchzuführen. Ja, also das ist meine Original-Relation. ZIP-Street ist tatsächlich Candidate Key. Das ist der Key meiner Tabelle ZIP-Codes. Alles klar. Diese FD gilt dann natürlich und die beiden weiteren FDs. Beide weitere FDs sind problematisch für unsere FD, für unsere Relation. Ja, und wenn ihr den entsprechenden Split durchführt, zum Beispiel bezüglich der ZIP-City-State-FD, werdet ihr zu diesen beiden BCNF-Relationen kommen und ihr werdet sehen, dass in keiner dieser beiden Relationen diese Street-City-State nach ZIP-FD dargestellt ist. Tatsächlich wieder Informationsverlust durch Split. Kann durchaus mal passieren. Macht diese Dinge hier tatsächlich mal im Beispiel durch und macht euch selber gewahr, dass das eine Konsequenz ist, die man aus dem Splitting irgendwie in Kauf nehmen muss. So, hervorragend. Letztes Slide in diesem Kapitel. Okay. Ja, die sogenannte Dekomposition, die wir jetzt hier durchgeführt haben, führt tatsächlich zu gutem Relationendesign. Ja, ich möchte aber hier an der Stelle nicht sagen, dass man immer mit dem Dekompositionsholzhammer auf jedes Relationenschema da draufhauen muss, um tatsächlich zu gutem und zu endgültigem Relationendesign zu kommen. Es gibt andere Aspekte, die bei dem Design einer Datenbank, einer performanten und redundanzfreien Datenbank irgendwie auf den Tisch kommen. Und manchmal schließen sich die Aspekte hohe Performance und Redundanzfreiheit an der Stelle auch aus. Okay, bezüglich Performance, klar, mit so einem Split handle ich mir jedes Mal, wenn ich die Originalinformation aus der Tabelle Instructions zum Beispiel zusammensetzen möchte, handle ich mir Equi-Joins ein, die aus den BCNF-Teilen die Originalinformation wieder zusammensetzen. Okay, so ein Equi-Join wird durch die Algorithmen, also eines RDBMS, hervorragend unterstützt. Okay, gibt eine ganze Menge von Algorithmen, die wir zum Beispiel in der Vorlesung DB2 besprechen werden, die man einsetzen kann, um solche Equi-Joins auszurechnen. Aber ein Equi-Join ist nicht für umsonst. Okay, zur Laufzeit meines Systems werde ich Equi-Joins ausführen, wo ich in dem original redundanzbehafteten schlechteren Design tatsächlich mit einem einfachen Tabellenscan auf der Tabelle Instructions ausgekommen wäre. Okay, man nennt solche nicht gesplitteten Tabellen, in denen sich tatsächlich noch Embedded FDs mit Redundanzen befinden, übrigens denormalisierte Tabellen.
Okay, sie sind nicht normalisiert in BCNF-Form überführt worden, sie sind denormalisiert und man ist sich der Nachteile, der Redundanz- und Anomalienachteile durchaus bewusst, hat aber den entsprechenden Performance-Vorteil zur Laufzeit und kann sich die Equidoins sparen. Wer weiß, der Trade-off in meiner Applikation, der Workload, werden diese Equi-Joins, der globale Blick auf die Interval-Instructions, wird das alle paar Millisekunden von meinen Applikationen angefragt? Falls das der Fall ist, ist die Dekomposition und die volle Normalisierung in BCNF vielleicht nicht die richtige Antwort. Okay. Und wie gesagt, Splitting kann zum Verlust von FDs führen. Wenn das eine kritische FD ist, die mir durch den BCNF-Split Stelle verloren geht, dann ist vielleicht BCNF-Splitting an der Stelle ebenfalls zu hinterfragen. Okay. Es gibt andere Datenbanksysteme da draußen, die wenigstens intern jede Relation, egal wie viele Spalten sie beinhaltet, jede Relation voll dekomponiert und zwar in zweispaltige Relationen. Okay, also ja, auch wenn ich eine vielleicht drei, vier, fünfspaltige Relation in diesem System anlege, intern auf der physischen Ebene, hinter den Kulissen, hinter dem Vorhang, werden tatsächlich alle n-spaltigen Relationen in n-zweispaltige Relationen zerteilt. Okay, das gibt dem System durchaus Vorteile. Die Implementation des Datenbanksystems muss nicht mehr darauf ausgerichtet sein, oh Mensch, hier können richtig breite Tupel vorbeikommen, die richtig viele Spalten beinhalten. Die Implementation kann sich darauf verlassen, nein, hier werden immer nur Relationen mit zwei Spalten vorbeikommen. Wenn denn der Bedarf besteht, werde ich aus diesen zweispaltigen Relationen die originale Information der n-spaltigen Relation wieder zusammensetzen. Okay. Ein derartiges System ist das MonetDB-System, in der eine Relation von der Form hier, in der ich eine Schlüsselspalte habe und dann beliebige weitere Relationen, tatsächlich, wie ihr sehen könnt, hier in zweispaltige Relationen aufgeteilt wird. In jeder dieser zweispaltigen Relationen befindet sich übrigens der Schlüssel, dieser ID-Schlüssel hier. Okay. Damit ist schon gesagt, laut Dekompositionstheorem, ich kann aus den Teilen R1, R2, R3 und so weiter die Originalrelation R wieder zusammensetzen und die mit den Applikationen oder den Usern präsentieren. Intern werde ich auf diesen sogenannten Binary Tables, auf diesen zweispaltigen Tables arbeiten und damit super effiziente Algorithmen zur Verarbeitung dieser sehr, sehr schmalen zweispaltigen Tables wie einsetzen können. Okay, also dieses System, wie ich gesagt habe, MonetDB, zielt genau auf diesen extremen Trade-off. MonetDB muss bitter bezahlen, wenn es um die Auswertung von solchen Queries geht. Wenn auf einmal alle Spalten angefragt werden, okay, dann gibt es den großen Equi-Join. Alle Queries, die sich aber nur auf eine Teilmenge dieser Spalten beziehen, zum Beispiel nur auf A oder vielleicht auch nur auf A und B, gewinnen. Okay, die meisten Teile der Informationen in der Relation R, Spalte C, D, E, sind offensichtlich vollkommen irrelevant. Okay, und die zweispaltigen Tabellen, die die Spalten C, D und E tragen, werden bei der Query-Auswertung sofort rechts und links liegen gelassen. Wir kümmern uns nur um die relevanten Teile und setzen den genau relevanten Teil, nämlich die Spalten A, B aus unserer Relation, aus den Teilen R1, hier mit der Spalte A und der Tabelle R2 mit der Spalte B zusammen und können sehr fokussiert genau die Informationen angreifen, die tatsächlich für die Anfrageauswertung benötigt wird. Ja, großer Fokus, weniger Bytes werden bewegt, optimale Implementation auf cache-sensitiven Systemen sowie alle Systeme, die zurzeit auf unseren Schreibtischen stehen, inklusive dem MacDruck, das hier neben mir gerade laut lüftet. Okay, alles klar. Damit machen wir einen Deckel drauf hier auf das Kapitel. Das war die letzte Slide, Slide 33 in Kapitel 10. Mal wieder ein Video zu drehen, das war ganz nett. Ich hoffe mal, ihr konntet der ganzen Sache hier an der Stelle irgendwie folgen. Vergesst nicht das Forum, nur weil ich hier jetzt in einem Video vorgesungen habe, heißt es das nicht, dass das Forum nicht weiterlebt. Stellt eure Fragen zu den Inhalten im Forum. Ihr wisst, dass die Mitarbeiter das Forum auch über den Jahreswechsel irgendwie betreuen werden. Das kennt ihr von uns, das dürft ihr auch weiterhin erwarten, gar keine Frage. Was ihr auch von uns erwarten könnt, dass wir uns im Januar hoffentlich, so es denn irgendwie geht, tatsächlich in Präsenz im Hörsaal wiedersehen werden. Dann wird das Chapter 11 aufgeschlagen, in dem wir über eine vollkommen andere Art von Datenbankdesign reden, wie ich schon versprochen habe in der Vorlesung. Bis dahin, bleibt gesund, haut rein, lasst euch nicht unterkriegen. Wir sehen uns im neuen Jahr wieder.
wünsche euch viele Geschenke, einen coolen Jahreswechsel und wir sehen uns am 10. Januar hoffentlich wieder im Hörsaalzentrum Morgenstelle. Haut rein, Kollegen. Ciao, bis dahin. Warum ich jetzt hier diesen Stift eingeblendet habe, das weiß auch nur dieser Stift. Ja? Ich glaube, ich habe meine Key-Shortcuts vergessen. Komm und ciao.